Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Winter. Ich werde heute meine nächste Aufgabe angehen. Die habe ich ja bekommen und zwar ist es dieses schöne Buch hier. Und da muss ich etwas machen für den Flo. Und zwar steht hier drin: Wenn du Minecraft spielen willst, damit eine Story macht, alle anderen Clients sind für mich nur richtiger Schrott. Hey, hey Abke, bald ist Weihnachten und das bedeutet, dass es Zeit wird, dass ihr euch gegenseitig eine Freude bereitet. Ja, ich habe den Flo als Wichtel gezogen und muss ihm deswegen einen Lama-Stall bauen. Damit werde ich in dieser Folge anfangen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Wir brauchen als allererstes gleich ein bisschen Holz, weil ich habe, glaube ich, überhaupt kein Holz mehr. Oh, Netherquarz ist noch da, aber Holz habe ich, glaube ich, wirklich überhaupt nicht mehr. Also das müssen wir dringend gleich mal besorgen. Ansonsten habe ich hier gesehen, es gibt noch eine Kiste vom lieben Mopel. Ja, da gucken wir jetzt mal zusammen rein. Ich bin sehr gespannt, was der uns so schenkt. Und mal gucken. Yo! Ja gut. Ja, wow, bei mir eskaliert alles. Bei mir eskaliert alles. Mopel, what? Seelenläufer, keine Ahnung, was das ist. Praturgoldhelm. Alter Schwede, was hast du mir hier angedreht? Warte mal, einen Pfeil brauche ich sogar. Ey, der hat mir eine Rüstung geschenkt. Die ist ja übertrieben krass. Warte mal. Die ist ja übertrieben krass. Ich habe eine Netherit-Rüstung bekommen, Schutz 4, mit Reparatur. Alter Schwede. Und dazu noch Werkzeug. Okay, warte mal ganz kurz. Das kommt weg, der Bogen kommt weg. Ich rüste mich mal eben aus hier. So, zack, zack. Ah, das brauche ich auch nicht mehr. Guck mal hier, Netherit-Axt gibt's sogar. Alter, der muss ja Ewigkeiten im Nether gewesen sein, um das alles zu farmen, Leute. Cool, sehe ich bitte jetzt aus, Leute. Ich hatte noch nie eine Netherit-Rüstung. Mopel, danke dir, Mann. Ich vermute mal, dass ich dein Wichtel bin. Also echt, Dankeschön für diese krasse Rüstung, Alter. Wow, ja, die Axt eskaliert, warte mal. Jo, okay, die eskaliert ja komplett. Warte mal, das testen wir gleich mal auf jeden Fall im Wald aus. Ich werde es mal im Folgendes machen. Das Schwert nehmen wir natürlich hier noch in die Hand. Auch das Schwert ist halt viel krasser als unser jetziges Schwert. Okay, das ist sehr gut. Wir haben noch sogar eine Netherit-Spitzhacke mit Glück. Ey, komm, Mopel, Alter, wir sind jetzt hier so OP. Wir sind jetzt hier so OP hier. Ja, das ist ziemlich nett. Ich werde natürlich, also ich muss sagen, bei dem Geschenk hier, vielen Dank. Ich kann euch jetzt schon sagen, der Stall, den wir für den lieben Herrn Flotastisch bauen, der wird nicht die Qualität haben von diesem Geschenk, Leute. Ich will nicht wissen, wie viel Arbeit das war, Mopel, Alter. Lieben Gruß geht raus an dich. So, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen Holz holen. Machen wir eben. Einmal in den Wald. Und ich glaube auch wirklich, jetzt kann mich hier gar kein Monster mehr töten. Ich bin ja so krass jetzt. So, wir gehen jetzt erstmal kurz in den Wald. Einmal da vorne rüber. Ich würde gerne das ein bisschen testen hier, ne? Warte mal. Meine Hund erschieße ich besser nicht. Oh, dich erschieße ich safe. Wer immer du bist. Oh, du bist nicht One-Hit tot. Okay, das ist schon mal interessant. Ah, zumindest wenn ich nochmal drauf hau. Der Zombie hier, der ist Two-Hit. Okay. Na gut, wir gehen jetzt erstmal kurz in den Wald. Ich sehe auch, wir müssen hier uns erstmal irgendwie über die Burgmauer schleichen. Ich mache da mal so einen kleinen Weg und dann werden hier direkt mal ein paar Bäume gefällt. Denn der Stall für Flo muss natürlich hier richtig hübsch gebaut werden aus Holz. Da brauchen wir jetzt mal ein bisschen was. Das werde ich jetzt erstmal kurz ein bisschen sammeln. Da werde ich auch einiges mitnehmen und dann können wir schon mal alles craften, was dazu nötig ist. Ich werde hier mal probieren, wirklich einen schönen großen Stall zu bauen. Wow. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, was die anderen so verschenken müssen. Also ich glaube, ich habe schon echt ein richtig gutes Wichtelgeschenk. Das, was ich da hier bekommen habe, ist schon ziemlicher Luxus, muss ich sagen. Ich glaube sogar, ich habe jetzt eine viel bessere Rüstung als Rypex. Das freut mich doch. Wahrscheinlich habe ich ja sogar mit die krasseste Rüstung im Projekt. Ey, das geht so schnell, Leute. Ja, komm, wie viele Monster wollen die denn noch sein? Okay, geil. Wir sind so schnell im Abbauen. Oh Gott. Okay, es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Das Projekt ist leider auf hart. Boah, es eskaliert komplett. Die Monster kommen von überall. Leute, kommt schon. Ist doch nicht euer Ernst. So, Mini-Zombie. Ey, da kommen so viele Monster. Wir haben sogar ein Feuerpfeil, sehe ich gerade. Sogar das haben wir. So, du bist auch weg. Okay, alle getötet. Bist gleich wieder hell? Nö. Na gut, wir holzen mal kurz den ganzen Wald hier vorne ab. Zack, zack, zack. Okay, Leute, es wird einfach zu viel. Es werden immer mehr Monster. Vor allem, guckt euch das mal an hier. Leute, ich sag euch eines. Ihr spielt vielleicht alle ein bisschen die 1.8, aber ab der 1.16 ist es so. Die Monster und so werden viel krasser, gerade weil es hier auf hart ist. Tragen einfach alle Rüstungen und es werden so viele. Das ist nicht mehr normal. Ich sag euch, der Nether, in dem ich jetzt dreimal gestorben bin, ist viel schwieriger als der 1.8 Nether. Das ist ganz, ganz sicher. Ich gehe jetzt erstmal kurz ins Bett, weil das ist ja wirklich hier nicht auszuhalten. Ah, so, da sind wir doch wieder schön ausgeruht. Wie sieht's eigentlich aus? Warum gibt es eigentlich immer noch diesen Geheimgang? Der gefällt mir wirklich, wirklich nicht zum Flusshaus. Ich will keinen Geheimgang. Ich will keinen. Warte mal, hat der eigentlich diese Blöcke noch? So, wir machen das mal so. Das nehmen wir einmal mit. Die Tür kann er behalten. Zack, zack. Das wird wieder zugebaut und dann würde ich sagen, bauen wir auch hier den Keller wieder zu. So, tschüss. Oh. Tschüss, Herr Flutastisch. Wir müssen ja nicht eine WG gründen. Das ist ja gar nicht nötig. Und dann machen wir einfach das hier alles wieder mit Stein zu. Zack, 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 zack. So. Sollte er sich wirklich durchbuddeln, kann ich ihm ein Schild hinterlassen, damit er auch weiß, was ich meine. Danke, aber ich möchte keine WG mit Ihnen. So, dann bauen wir das Ganze hier auch wieder zu. Also sollte er das Ganze wieder aufbuddeln, kann er sich ja angucken, was wir davon halten. Zack, 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 zack. Und dann haben wir auch jetzt schon unseren Nachbarn nicht mehr. So, die Tür kann weg. Und einmal schön wieder zumauern. So, ist als wäre nie was gewesen. Wir sind den
komischen Gang los, Freunde. So, jetzt gehe ich aber los, weil jetzt ist auch wieder Tag, jetzt kann ich in Ruhe Holz farmen. Und ich muss sagen, ich muss ein bisschen Gas geben hier, Leute. Die Folge, die geht schon wieder so schnell um. Also jetzt wird erstmal richtig fleißig Holz gefarmt. Ich weiß gar nicht, kann ich hier auch dran an diese Sachen? Nicht, dass sich dann der Horst ärgert, aber ich glaube, die Bäume könnte man... Egal, ich nehme sie besser nicht. Ich gehe erstmal wieder draußen vor die Stadtmauern. Nicht, dass irgendwer die Bäume hier gepflanzt hat und die einfach zur Deko braucht. Da wollen wir dann mal nicht dran gehen. Er greift mich einfach mit einem Tannenzapfen an. Bruder, das ist aber keine gute Waffe, Alter. Kannst nach Hause gehen. Es ist Tag, warum lebt der noch, Leute? Selbst auf hart sind hier die Monster einfach noch, obwohl schon lange Tag ist. Der auch wieder. Er greift mich auch mit einem Tannenzapfen an. Bitte, das ist die schlechteste Waffe, die ich seit langem gesehen habe. So, was sagt das Holz? Wir haben jetzt schon einige Stacks am Start. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Also man muss halt sagen, der Stall muss hier auch ein bisschen größer werden. Ich werde auf jeden Fall bald eine Folge drehen, wo ich das ganze Floh übergebe. Zumindest werde ich es versuchen. Ich hoffe, der Zeit. Mal gucken, was er zu unserem Stall dann sagt. Und ich muss gleich mal gucken, wo der geeignete Platz ist. Ich habe schon überlegt, ich könnte es auf seinem Dach bauen. Muss aber sagen, ich möchte wirklich einen guten Stall bauen. Ich möchte jetzt keinen Scheiß machen. Ich glaube, er freut sich nicht so sehr, wenn der Stall wirklich auf seinem Dach ist. Deswegen werde ich es wahrscheinlich doch neben sein Haus bauen. Aber da gucken wir gleich mal zusammen rein. So, auf zurück ins Dorf. Wir haben ja ein bisschen Holz dabei. Und jetzt werden wir anfangen, unseren schönen Stall zu bauen. Ja, ja, das wird gut. Oh, ich habe auch ein paar Setzlinge. Die werden gleich mal schön gepflanzt im Dorf. Ich glaube auch, dass das hier auch eine Aufgabe ist. Guck mal. Also das Projekt entwickelt sich halt immer so schnell weiter. Aber ich glaube, das ist hier irgend so ein Ausschank oder so. Weil hier ist ein Tisch. Hier sind so Fässer. Da könnt ihr... Oh, es sind sogar wirklich Fässer. Da könnte Bier oder so drin sein. Ja, ist ganz nett gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn hier schön viel Platz beim Floh? Also, hier ist seine Bude. Hier so hinterm Haus wäre doch eigentlich... Ist ein richtig guter Platz eigentlich, ne? Hier geht es. Hier könnte man das machen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir holen mal erstmal die Lamas vom Dach. Weil die sind da natürlich oben noch gerade drauf. Die müssen erstmal runter. So, nehmen wir die beiden mal mit. Guten Tag, lieber Herbert. Oh, bitte, bitte, gib mir einmal... Moment. Hä, wo ist jetzt... Wo ist der Zaun hin? Wo ist die Leine hin? Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Ich will nicht auf die reiten. Hä, wo? Ach da. Oh, zum Glück. Okay. Die Leine habe ich schon mal gefunden, aber ich habe nur eine Leine, oder? Warte, ich nehme mal jetzt den mit und dann nehme ich direkt nochmal den anderen mit hier. So, Herbert und Lukas, kommt bitte mit. Jetzt reißen wir erstmal hier oben euren alten Stall ab. Den braucht ihr nicht mehr. So, vielen Dank. Und jetzt geht's einmal hier runter. Bitte einmal springen. So, super. Und jetzt kommt ihr bitte mit. Einmal nach hier vorne. Und einmal bitte hier dran. So, super. Die beiden sind schon mal ready für den Bau. Jetzt müssen wir uns so überlegen, wie wir das Ganze machen. Also wir brauchen auf jeden... Wie baut man denn so einen geilen Stall? Wie machen wir das? Ich werde jetzt erstmal anfangen, hier so ein bisschen was auszuheben, weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich muss nur sagen, die Axt ist ja viel zu schnell. Gott, was ist bitte mit dem Meterrit los? Okay, dann geht das hier aber echt flott. Zack, 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 zack. Boah, wir durchrattern. Das ist ja richtig krass. Abge begann dann, den Stall für Flo-tastisch zu bauen. Es war eine lange, harte Arbeit. Und er hat es in dieser Folge noch nicht geschafft. Aber in der nächsten Folge seht ihr es. So, wir legen jetzt erstmal eine kleine Grundplattform. Die wird jetzt hier einmal reingelegt. Darauf werde ich dann gleich den Stall bauen. 20 Minuten später. So, kommt mal mit. Hier würde ich gerne euren Stall hinbauen, ne? Hier könnt ihr dann stehen. Ich mache euch hier so Tore, da könnt ihr euch reinstellen. Vielleicht kann ich sogar noch ein bisschen Weizen besorgen. Das wäre so ein bisschen der Plan. Ich glaube, ich muss größer bauen, Freunde. Also ich glaube, damit es hier wirklich cool wird, wobei wir haben nur zwei Herberts. Zwei Herberts ist echt wenig, also zwei Lamas. Ich brauche eigentlich keinen Stall, der mega krass groß ist. An sich reicht der Platz. Wenn ich hier eine Box baue und hier eine Box und hier in der Mitte vielleicht so einen Durchgang, dann habe ich ja eigentlich schon mehr als genug Platz, weil die nehmen halt eigentlich gar nicht viel Platz weg, Freunde. Eigentlich geht es. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr es machen würdet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde an der Stelle jetzt die Folge beenden, weil wir sind schon wieder viel zu weit. Ich baue in der nächsten Folge weiter und werde dann auch wahrscheinlich an Flo das Ganze übergeben. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Tag. Haut rein. Oh, nein, 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 nein. Ich möchte bitte dich einfach nur anheften hier. So. Ah, wait. So. Ich nehme mit und bitte hier. So, jetzt seid ihr sicher. Habt einen sehr schönen Tag. Haut rein. Bis dann und tschüss.